Ich heiße Alexandra. Meine Pronomen sind Sie. Heute sehe ich mich ganz klar als nicht-binär. Und wie haben deine FreundInnen reagiert? Hier muss ich sagen, dass ich damals einen relativ kleinen Freundeskreis nur hatte. Und da gibt es auch einige, mit denen ich, wo ich ohnehin wusste, dass ich den Kontakt eigentlich gar nicht mehr lange behalte. Gerade ehemalige Menschen aus der Schule zum Beispiel, wo ich eh wusste, der Kontakt bricht jetzt zusammen. Und wo ich mir gesagt habe, im Moment bin ich nicht in der Lage, dieses Outing, was mich auch Kraft kostet, gegenüber durchzuführen, wenn ich eh weiß, dass der Kontakt mir nicht wirklich am Herzen liegt. Den wenigen Menschen, die mir allerdings etwas bedeutet haben, da war es eigentlich durchweg okay. Ich hatte keinen einzigen Fall, in dem jetzt jemand mich irgendwie versucht hätte, da aus dem Ganzen herauszureden, mir das Ganze auszureden oder sogar gesagt hätte, das akzeptiere ich nicht, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das hatte ich jetzt alles gar nicht. Aber ich hatte eben auch nicht so viele Freunde und ich könnte mir auch vorstellen, dass Menschen, mit denen ich nur am Rande Kontakt habe, dass da dann auch eher Probleme hätten aufkommen können. Aber das sind alles Fälle, in denen ich gar nicht wirklich ein Outing vollzogen habe, weil ich mir gesagt habe, das Thema brauche ich jetzt im Moment nicht. Aber die Menschen, die mir wirklich was bedeuten, sind eigentlich die, die ich erst nach meinem Outing wirklich kennengelernt habe.